So, weiter geht's. Und nein, nein, ich versuche jetzt einfach weiterzumachen. Gar nicht erst großartig hier rumzueiern. Ich versuche einfach nur ein bisschen. Ganz schön dunkel. Aber mit den Langhälsen sind wir jetzt alle durch, ne? Klar, gibt es jetzt noch Banuk-Figuren und alles. Also wir haben zumindest die Karte aufgedeckt. Wir haben noch einige Nebenquests offen etc. Das ist ja klar, das habe ich ja gesagt, dass ich das vorerst mal nicht machen werde. Einfach aus dem Aspekt, weil es mich halt... Ja, ich will die Story halt mal langsam fertig haben. Ich will ja jetzt nicht hier ewig in 3 Tagen in dem Spiel rumfuhrwerken. Sonnenfall. Der Sommerpalast des verrückten Königs Jiran. Ein Bollwerk der Kaja-Macht gegen den verbotenen Westen. Danke für die Geschichtsstunde. Bin West. Aber Sie haben keine Ahnung, was sich darunter befindet. Wir werden hier viel erfahren können, Aloy. Genau das hoffe ich. Also wir könnten hier neben noch eine Quest machen. Das ist so ein bisschen arztmäßig Style. Der dann armen Leuten nicht helfen will und wir müssen ihm was bringen und so weiter und so fort. Aber bin ich ganz ehrlich, das brauche ich jetzt nicht zwingend. Wir sind mehr als genug ausgerüstet. Wir können jetzt mal langsam straight forward gehen. Straight vorwärts, Entschuldigung. Der Sonnenring. Eine stolze Tradition der Kaja. In Meridian ist es nicht so. Zumindest nicht mehr. Gib ihnen Zeit. Ich bin's. Jetzt werden wir sehen, ob dein Angriff auf ihr Fokusnetzwerk wirklich erfolgreich war. Was willst du damit sagen? Ich hab das Netzwerk doch Sehr gut. Willkommen in der Zitadelle, Aloy. Ich melde mich gleich wieder. Und einstweilen, sieh dich um. Wenn ihr etwas über die heutigen Kopfgelder erfahren wollt, kommt in den Thronsaal. Ihr werdet keine Scherben verdienen, wenn ihr hier draußen rumsteht. Dreckiger Söldner abschauen. Ich nehme die Scherben, auch wenn ich dafür Bahavas zuhören muss. Die Schattenkater sollen einen der ihren suchen. Standen? Könnte sich ausziehen. Durch die Pracht der Sonne offenbart. Seht her, seht Itamen, den einzig wahren Sonnenkönig. Das Licht im Schatten. Sein Wille ist Licht und sein Licht ist Gesetz. Der kleine weiße... Ich befehle Lucent Bahavas in meinem Namen zu sprechen. Der weiß auch gar nicht, was der macht. Das versaut doch das kleine und Kind nicht so. Des strahlenden Itamen brennt die Sonne gnadenlos. Ich glaube, der will das gar nicht. Uthid. Der Jäger, der uns seinen Kopf bringt, erhält ein Kopfgeld von 500 Scherben. Naja, er Gefangener als König, nicht wahr? Das sieht mir auch so aus. Was für tolle Haare. Du und ich müssen reden, kleine Jägerin. Das grüne Zelt, unten in Schattenseite. Ich warte dort. Keine Zeit. Du bist doch keine Kopfgeldjägerin. Uthid ist unschuldig. Also komm zu mir. Noch haben wir Zeit, um ihn zu retten. Also, der Eingang, den ich meinte, ist direkt hinter dir. Das soll wohl ein Witz sein. Keineswegs. Und keine Angst wegen der Falken. Sie sind zu beschäftigt, um dich zu beachten. Das erste Mal in der Zitadelle, du musst den Sonnen... ...sehen. Aber die Falken... Ha!
Sie wollen, dass wir ihn sehen. Das ist doch verrückt. Er ist ziemlich beeindruckend. Wohl kaum. Sie werden mich sehen. Du unterschätzt, wie leicht die Leute das Offensichtliche übersehen. Ich werde trotzdem mit der Dame nochmal sprechen. Vielleicht brauchen wir wirklich einen. Kann ich denen ja doch helfen. Ja, aber ganz schön schnell weg. Ach nee, nicht. Das Essen ist von der Königswitwe Nasadi, Kinder. Ihre Hoheit hilft sehr gern, denn die Zeiten sind hart. Esst, aber bringt auch eurer Familie was, falls ihr eine habt. Ich habe viel von dir gehört. Reitet Maschinen, toller Speer, hübsche Sommersprossen. Du sollst sogar ein Gewissen haben. Wie außergewöhnlich. Wer bist du? Du gehörst offensichtlich nicht zu den Schatten, Kaja. Mein Name ist Vanasha. Im Moment brauchst du nur zu wissen, dass ich ein Flüstern der Vernunft in diesem Loch des Wahnsinns bin. Ich kenne das Gefühl. Es war super synchro. Und Uthid ebenso. Er ist ein guter Mann, also wollen die Schatten-Kaja ihn töten. Ich habe nachgeforscht. Und glaube, er wollte zum Grünsteig. Die Söldner werden ihn bald gefunden haben. Er könnte Hilfe brauchen, wenn du magst. Ich tue für Uthid, was ich kann. Und was ist mit dir? Wie mit mir, wann? Während ich mein Leben riskiere. Ich tue Gutes, kleine Jägerin. Such nach 3 toten Bäumen östlich von Sonnenfall. Dort beginnt der Grünsteig. Viel Glück. Ja, machen wir doch einfach mal. Komm, drauf geschissen. Dem helfe ich jetzt nochmal. Guck mal, wir haben sogar ein Lagerfeuer dort entdeckt, na, siehste. Ja. Also langsam müsste ich mir mal eine 2 Terabyte SSD-Festplatte holen. Weil meine Spielefestplatte langsam voll wird, Leute. Oder schon mit PCI Express M2 Laser. Da kann ich dann noch mehr Festplatten einbauen. Frage ist nur, macht das halt Sinn? Naja. 3 tote Bäume. Wie Vanasha gesagt hat. Mal sehen, ob Uthid hier durchgekommen ist. Diese Spuren führen den Hügel hinauf. Da muss der Grünsteig sein. Aber ich sag's ganz ehrlich, so viel Games, wie ich installiert habe, werde ich eh nie spielen können. Und da ich ja noch eine PlayStation jetzt neu habe, würde ich sogar sagen, dass wir das nicht zwingend brauchen. Weil eigentlich habe ich fürs Gaming, PC und allem mehr als genug ausgegeben. Also umgerechnet ein Tausender. Jetzt wird geklettert. Umgerechnet ein Tausender. Ich habe mir einen gebrauchten PC geholt, habe aus meinem alten PC das gebaut, was ich da noch gut nutzen kann. Also das Beste aus beiden Systemen geholt. Platten, gutes Netzteil etc. etc. Hat mich, glaube ich, insgesamt 300, beziehungsweise das neue Rechnersystem knapp 300 gekostet. Dann habe ich mir Dingsbums geholt. Eine Grafikkarte. Eine 3060 erstmal. Hat mich auch knapp 500 gekostet. Joa. Habe ich schon, okay. Und ja, dann habe ich mir noch eine Capture Card geholt für meine Switch und für die PS4. Okay, geschafft. Hat schon nochmal 120 gekostet. Wohin bist du gegangen, um Essensreste? Ich wette, Uthid hat Halt gemacht, um zu sehen, ob ihm jemand folgt. Er muss weitergegangen sein. Ich muss ihn einholen.
Und dann habe ich von meinem Arbeitskollegen noch eine günstige PlayStation 4 mitgenommen. Also eine normale, keine Pro, keine Slim, die normale fette. Aber dafür habe ich die auch Dafür habe ich die zu einem guten Preis bekommen. Alles Nützliche wurde entfernt. Ja, ist ja auch ein Jäger. Uthet hat Keile gesammelt. Vermutlich für Munition. Oh, Blitzer habe ich da. Auf der Suche nach Essbaren. Er hat gesessen. So, der ist hinüber. Zurück zu Uthet. Wohin ist er von hier aus gegangen? Uthet hat einen Verwüster erlegt. Keine einfache Beute, aber die Teile sind es wert. Ja, ja. Tote Wächter. Noch mehr Teile für Uthets Vorrat. Ich würde sagen, er hat sich darauf vorbereitet, gejagt zu werden, würde ich sagen. Weil, wenn man auf der Flucht ist, macht man das nicht einfach so. Der nächste ist ein Treffer. Uthet? So jung und Kopfgeldjäger? Oder ich bin alt geworden? Ich bin nicht hier wegen des Kopfgeldes, Uthet. Ich glaube, du bist unschuldig. Unschuldig? Na sowas. Wenn das ein Trick ist, ist ein guter. Das war's mir dann wert. Okay, er redet mit mir. Keine Tricks, nur reden. Na gut, rede. Ich will wissen, was im Sonnenfall passiert ist. Die ganze Wahrheit. Na gut. Wochenlang sind in der Zeltstadt täglich Leute gestorben. Immer friedlich im Schlaf. Die Alten, die Kranken, manchmal die Jungen, die, die nicht mehr kämpfen konnten. Es war wie eine Auslese. Wer sollte sowas tun? Man dachte an einen Fluch, einen bösen Geist. Aber es war nur ein Mann. Mit lautlosem Gift. Da hat jemand die Truppe gekeult. Schließlich konnten wir ihn erwischen. Wir brachten ihn zu Bahavas. Er sollte richten. Okay. Der Hohepriester Bahavas? Er hat das Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Ja. Er dankte mir für meinen Eifer und ließ den Schurken wieder laufen. Weißt du, er hatte die Morde befohlen. Das habe ich mir schon fast gedacht. Dann waren wir dran. Ich hätte meinen Männern in den Tod folgen sollen. 20 Jahre für die Sonne. Wofür? Bosheit und Mord. Von wegen Ehre. Opfer. Wahre Opfer. Die Priester und Herrscher gar nicht kennen. Alles nur ein Witz. Was Ehre angeht, wirken die Sonnenkaja glaubwürdig. Ein bisschen arrogant vielleicht, aber glaubwürdig. Diese Karja beraubten dein Land. Jedes Land, das wir erreichten. Es war Sonnenwille. Ich tat, was man mir sagte. Andere Schlimmeres. Aber als ihr Hauptmann... Uthet, das ist jetzt egal. Ich kann dich nicht freisprechen. Aber die Karja verändern sich. Das kannst du auch. Vielleicht. Avad begreift nicht, was die Sonne von ihren Soldaten verlangt. Vielleicht versteht er es zu gut. Du klingst wie der tadellose Marat. Ich glaube, du bist ein guter Mann. Aber was hat dich zu den Schattenkaja geführt? Warum warst du da? Wegen Itamen natürlich. Er war der wahre Sonnenkönig. Itamen ist noch ein Kind. Ein unverdorbenes Gefäß. Ich dachte, er wäre rein.
Ist er, glaube ich, gar nicht. Also ich, ist er schon, aber... Ich weiß das jetzt. Kein Schatten in der Mittagssonne. Bahavas musste mich gar nicht schlecht machen. Ich tat es selbst, indem ich diesem Thron diente. Ich habe jemanden getroffen, der dir helfen will. Eine Frau namens Vanasha. Aber zuerst müssen wir hier weg. Was bist du? Siehst aus wie ein Jäger. Fühlst aber wie ein Soldat, der schon... Söldner. Ob sie mich auch alle für unschuldig halten? Du hättest nicht herkommen sollen, Kaja. Die Berge gehören uns. Kikuks Killer. Wenn wir mit dir fertig sind, ist nichts von dir übrig. Du hast deine Spuren nicht gut verwischt. Als würdest du mit großem Knall abtreten wollen. Dir entgeht nicht viel. Hier ist einer aktiv. Das kriegen wir hin. Angriff fortsetzen. Es ist noch ein anderer Trupp unterwegs. Also bei schwer, beziehungsweise super schwer war's. Angriff, wir schicken den Rest nach, sobald sie ankommen. Sag mal, bin ich zu blöd zu treffen oder was? Jetzt liegt es an euch, Männer. Sammeln! Wir können sie noch erledigen! Komm aus der Deckung, du bist ein Arsch. Gut, war nötig, dass sie mal treffen. So blöd, wie ich mich gerade hier anstelle. Das waren nicht die Letzten. Komm mit. Ich habe oben noch Vorräte. Also eins muss man lassen. Ist ein erfahrener Krieger. Lass mich aber jetzt nicht alleine hier. Und hab. Na, wollte schon sagen. Haben ja geholfen. Jo. Schnell ein, was du kannst. Ich habe alles, was ich brauche. Ja, was ist, wenn ich keine Vorräte brauche? Was mache ich dann? Dieser Lümmel. Eine robuste Verteidigung macht am meisten Spaß. Na dann, Meister. Wir haben den Priester hergebracht, dann sollten wir ihm auch was zeigen. Der Lümmel. Die Kapuze kenne ich. Wir sind noch nicht fertig, Bahavas und ich. Kann ich dem jetzt... Das hier wird schwierig. Du hast dich der falschen Sache verschrieben. Ich hatte nicht vor, hier zu sterben, Uthet. Ich schon. Aber inzwischen nicht mehr so sehr. In Bewegung bleiben! Bin in Bewegung, diese Sonne, ne? Komm, ich hab den Pfeil in den Arsch geschossen. Vorsicht! Links! Links wo? Mir ist der Reihe nach abgeknallt!
Ja. Weil ich auf normal spiele und nicht auf schwer. Aber ich kann die auch aufs Maul hauen. Dabei fand ich... Komm raus, du Lümmel. Habe ich auch nicht anders davor gehabt. Umzugehen ist keine Schande. In den Arsch, komm. Und jetzt gerade nochmal ins Loch rein. Das war der letzte Meister. Bahavas dachte, er hätte genug Leute mitgebracht. Jetzt kann es Gerechtigkeit geben. Begleitest du mich? Natürlich. Mist. Ich hätte den Genesungstrank nehmen sollen. Ja, komm. Und hopp. Das wird nicht leicht. Bahavas hat immer noch seine Leibwache. Und ich habe einen Bogen. Einen schönen Bogen. Und der macht Aua. Jetzt rennen wir nicht so schnell, wenn wir es ganz entspannt machen. Ich hole mir noch Frostbeulen. Na, so fix wie der Typ ist, glaube ich das nicht. Darüber, dann haben wir ihn. Ich musste selbst herkommen, um dein Leid zu beenden, Uthid. Und meins. Ja. Die Fremden führten uns her, und da sie jetzt tot sind, zu einem sehr günstigen Preis. Doch genug geplaudert. Es ist Zeit für die Klingen. Löscht für sie das Licht der Sonne. Kann ich hier mich einfach einen Pfeil ins Gesicht schlagen? Okay, das war's mit dem Schleichen. Reißen wir ihre Verteidigung nieder! Ich will zwar nichts sagen, aber Alter, der hat wehgetan. Zumindest ist das der Plan. Der Zorn der Sonne soll dich... Tötet den Verräter! Tötet die Nora! Fick dich! Warum mache ich so wenig Damage bei denen? Na komm raus. Lasst es wehtun, wenn der Schatten auf sie fällt. Jede Lücke nutzen. So viele Chancen kriegt man nicht. Zu seinem Sitz. Warum kann ich ihn nicht töten? Hat aber gut gesessen. Man könnte es ja auch Skyrim-mäßig machen, einfach einen Pfeil ins Knie schießen. Kann er auch nicht mehr laufen. Frag, ob er da wegkommt. Was auch immer ihr dir angeboten hat, ich verdopple es. Sogar mehr als das. Nein. Ich bin es leid, Bahavas. Die Lügen, die Gewalt und deine muffigen Öle. Kannst du dich nicht selbst umbringen? Ich musste. Ich musste. Die Schwachen stutzen, damit die Starken gedeihen. Ja, genau. Das erklärt nichts. Aber möge die Sonne deine Knochen trocknen. Der hätte es, glaube ich, auch nicht gelernt. Traurig, aber wahr.
Das war ein ganz schönes Feuerwerk. Hast dir Zeit gelassen? Ich hatte zu tun. Was glaubst du, was mit Jans Gemiedenen passiert ist, dem anderen Söldnertrupp? Und ich musste einen Gesuchten nach Meridian bringen lassen. Entschuldige uns, Uthid. Frauengespräch. Das war ein Tag für dich. Ich muss ein paar Leute killen. Ich muss jemanden rausschmuggeln. Frauengespräche halt. Wunderbare Möglichkeit. Ja, gut. Weißt du noch Itamen und Nasadi? Die Königsfamilie, die in Sonnenfall festgehalten wird. Ja. Bahavas ist weg. Sie werden also nicht mehr bewacht. Ich will sie befreien. Und bräuchte deine Hilfe. Das habe ich mir schon fast gedacht. Ach ja, so. Mikrofon noch mal ganz kurz richten, weil ich mich jetzt umgesetzt habe. Aber so ein WLAN-Headset wäre schon geil, aber eins mit guter, sehr guter Qualität. Aber das kriegt man halt schwierig. Ohne Bahavas ist Sonnenfall kein Problem. Ich mach das schon. Problematisch wird der Grenzübertritt ins Sonnenreich. Ja, okay. Suche meinen Freund 3C Huadif an dem 3C? Auf. Seine Leute werden mir den Weg frei machen. Alles, was du tun musst, ist auf mich warten. Wenn dieser Huadif schon alles erledigt hat, wozu brauchst du mich? Für Notfälle, kleine Jägerin. Geht irgendetwas schief, brauche ich einen verlässlichen Partner. Dich. Ich werde mein Bestes tun. Na, das habe ich mir schon fast gedacht. Die Noha sagte, du hilfst. Gehen wir nach Meridian? Nur wenn du das möchtest, mein Lieber. Welche Wahl habe ich? Gar keine. Ich wollte nur höflich sein. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich finde die lustig. Leichter Sarkasmus. Ja, können wir mal dahin gehen. Die Schnellreisefunktion ist schon ganz cool. Macht vielleicht so ein bisschen das Open-World-Feeling kaputt, sage ich ganz ehrlich. Weil man von jeder Stelle aus zu gewissen Fixpunkten reisen kann. Da muss ich sagen, fand ich Witcher 3 perfekt. Du konntest schon bis zu einem gewissen Grad schnell reisen, aber nur an gewissen Wegpunkten. Das bedeutet, man musste sich da schon ein bisschen überlegen, wenn man einfach in die Pampa reinrennt. Och nee. Ich weiß, was hier auf mich wartet. Ich weiß doch gar nicht, dass ich da bin. Der hat gesessen. Habe ich doch mal gesagt, dass ich die nicht mag? Die beiden. Genau deswegen. Wo sind sie? Hat er sich gerade selbst in die Luft gejagt? Tatsache. Will zwar nichts sagen, aber soll mir recht sein. Er hat noch getroffen. Ich meine, ich mag einen guten Kampf, aber zwei auf einmal. Ich bin aber auf der richtigen Seite. Der kann hier nicht spawnen.
genau das meine ich. Da wurde ich zu greedy. Gut. Der Schmerz lässt bereits nach. Das ist super. Ich will zwar nichts sagen, macht immer wieder Spaß auf jeden Fall. Achso, da war ja die Buggy-Pflanze. Ja, das weiß ich im Gedächtnis einfach aus dem Aspekt her, weil beim letzten Mal waren die. Bin ich unvorbereitet in mein Verderben gerannt. Und es war nicht gerade einfach. Und ja, das war kein Zuckerschlecken. Gut, ja, wollen wir mal hier lang. Das kriegen wir aber auch schon hin, hoffe ich zumindest. So langsam geht's gut, ne? Also die Quests, die ziehen jetzt so langsam an. So Level 28er Quest ist schon not bad. Natürlich erstmal mitnehmen, was geht. Ich habe nämlich nicht das Gefühl. Poliertes altes Amulett. Ich will zwar nichts sagen, aber ich habe das Gefühl. Na, hier hoch muss ich, okay. Na gut. Wollen wir mal. Leiste deinen Beitrag. Ich schwöre, wenn mir noch einmal dieses nervtötende Leiste deinen Beitrag zu Zero Dawn Lied anhören muss, schneide ich mir die Trommelfelle raus, bevor sich die Melodie noch länger mein Hirn frisst. Es ist nicht inspirierend, es ist nicht aufrüttelnd, es ist Dreck, der dazu führt, dass ich mich selbst umbringen will, bevor die Roboter überhaupt eine Chance dazu haben. Ich würde buchstäblich mein Leben dafür geben, wenn ich das Arschloch, das dieses gottverdammte Lied komposiert hat, umbringen dürfte. Bah! Kann es für diese Apokalypse nicht wenigstens einen anständigen Soundtrack geben? Okay. Ja, das war wahrscheinlich ein Krieger oder ein Soldat, der die Hymne gehört hat und dachte so, ja, leck mich doch. Vorbereitung ist alles. Das stimmt. Du bist 13 hoher Dief, stimmt's? Vanasha schickt mich. Was ist passiert? Ich wurde reingelegt, das ist los. Vanasha hat mit den Wimpern geklimpert und mit den Hüften gewackelt und uns Reichtümer versprochen. Macht einfach den Weg frei, sagte sie. Umgeht die Truppen und erledigt ein paar Wächter. Ist doch kein Problem. Wir konnten ja nicht ahnen, was für ein Monster da unter der Erde lauert. Warum lasse ich mich auch mit solchen Frauen ein? Was wolltest du denn als Bezahlung haben? Vanasha wird bald hier sein mit Nasadi und Itamin. Ich muss diesen Dämon vernichten, bevor sie ankommen. Du bist nicht so helle, oder? Vielleicht bin ich auch einfach nur gut. Tja, unser Kampf war nur kurz, aber ich sag dir, was ich weiß. Er ist komplett so gepanzert, aber am Rücken weniger. Und unter der Erde kann er dich nicht aufspüren, wenn du stillhältst. Du kannst vielleicht sogar verhindern, dass er überhaupt abtaucht, wenn du seine krummen Arme hart genug triffst. Mehr kann ich nicht bieten. Aber ich werde zu deiner Beerdigung kommen, bevor ich was trinken gehe. Na, wenigstens immerhin. Mehr kann ich nicht tragen. Tja, wenn du wüsstest, was wir schon flachgelegt haben hier. Das hört sich so falsch an. Aber es ist wahr. So. Och nee, nicht sowas. Yeah.
Er hat gesessen. Wenn man OP-Bogen hat, ist es alles wesentlich einfacher. Ich will zwar nichts sagen, aber der ist... Leck mich doch am Hodensack! Ja. Soviel zum Thema Beerdigung, ne? Bubele. So, machen wir erstmal hier ein paar Samen platt mitnehmen. Ja, auf jeden Fall will ich gerne noch Dingsbums machen. Man Medizinbeutel kann nie wissen, voll. Wann man das mal braucht. Super. Ja, dann wollen wir dem Lümmel mal sagen, dass wir, dass er nicht zu unserer Beerdigung kommen darf oder soll, weil es keine gibt. Also kann er sich ruhig was hinter die Binde kippen nach dem Auftrag. Warum sitzt du nicht auf die Vorratskiste? Bei der leuchtenden Sonne, ich glaube es nicht. Bleib sitzen, alter Mann. Ich dachte, der Steinfresser würde dich zermalmen. Tja. Nach diesem Wunder können wir nur noch warten. Vanasha wird bald hier sein, mit einem Boot, das die Königsfamilie über den See bringt. Na, immerhin! Ist doch super! Ah, kleine Jägerin. Wie schön, dass du wirklich die Leibwächterin für uns spielst. Wo sind deine Männer, Huadif? Du siehst aus, als hätte dich ein Monster ausgespuckt. Das trifft die Sache schon ziemlich genau. Der Weg ist frei. Können wir los? Ich mag, dass du immer so direkt bist. Und diesmal hast du recht. Sie werden uns schon bald verfolgen. Ich will zwar nichts sagen, aber heilige Scheiße. Keine Sorge, hat den Bauch. Strahlender. Wir haben exzellenten Schutz. Und das nicht, weil ich den so sexy finde, sondern fuck, was ein Sixpack. Not bad. Da wird mir ja richtig neidisch. Ja, ich arbeite an meinem Fässchen. Muss mal wieder was abarbeiten. Naja, vielleicht ist die jünger als ich. Oh nein, da kommen die Schattenkaja und sie sind sehr wütend auf mich. Ach, echt? Ich halte sie auf. Sehr nobel von dir, doch was ich anfange, bringe ich auch zu Ende. Aber etwas Hilfe ist willkommen. Huadif, bring Itamen und seine Mutter zum Ufer. Vorsichtig. Es ist also soweit. Ich muss sagen, nach 2 Jahren unter der Fuchtel dieser Eiferer bin ich bereit, Blut zu vergießen. Platziere Fallen in der Schlucht. Ein paar Fallen wären nett. Nur eine Frage der Zeit. Ja, machen wir mal ein bisschen Auerbohauer. Ich habe nur keine Ahnung, wo das zählt.
Geh da vorne in Deckung. Hinter diesem Fels. Ich habe einen starken Bogen. Ich brauche das nicht. Da sind sie. Wir zeigen es ihnen, ja? Naja. Kriegen wir schon hin. Was ziehst du dich so? Tja, das hat Spaß gemacht. Aber das war noch nicht alles. Ja, will auch schon hoffen. Ich meine, komm schon. Da sind noch mehr. Mach dich bereit. So. Zeige ich dir mal. Abad! Etwas ins Schwitzen gekommen. Echt? Alter, ich habe noch nicht mal eine feuchte Arschfalte, Mädchen. Ich will's nicht beschreiben, aber ich glaube, das war's. Etwas spät, oder, Gentlemen? Verzeihung, Ma'am, das Boot wartet. Mist, zu früh gefreut. Das ist meiner. Los zum Boot. Ich glaube, der ist nicht so ganz meine Liga. Wenn ihr irgendwas passiert, werde ich richtig sauer. Wir gehen nirgendwo hin. Ach. Den kriegen wir hin. Bleibt hier, ihr Idioten! Warum habe ich nicht getroffen? Also Schaden mache ich ganz gut, ne? Warum immer auf mich? Er hat gesessen. Was ist denn los? Langsam Problemchen. Na, ich ziel viel zu langsam. Ich brauche mehr Handhabung auf dem Bogen. Das war mein Fehler. Den machen wir noch. Dann kann ich den Part getrost beenden. Obwohl ich glaube, viel länger geht die Quest jetzt auch nicht. Dann würde ich sagen,
drauf geschissen auf die Zeit. Einiges abroppen hier. Also irgendwas Blaues drin. Finde ich persönlich gar nicht so schlecht, dass er jetzt mal die anderen ein bisschen priorisiert, aber... Wäre schön, wenn du mal nachladen würdest. Danke. Warum ist er böse auf mich? Leck mich doch! Alter, kack mir fett ins Fell.
Ja, natürlich. Bitte mehr. Finde ich gut, dass ich treffe wie ein Idiot. So, damit kann ich nämlich ein bisschen unterbrechen. Doch. Gott sei Dank. So. Wunderbar. War nicht einfach. So, ich mach's wie immer. Oder wie öfters, auf die Zeit scheißen. Dann machen wir jetzt die Quest hier noch fertig. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Dann sollte der Käse gegessen sein. Also 51 Minuten. Ist jetzt nicht gerade geringfügig, aber ist mir relativ. Nicht besonders königlich, oder? Naja, in der Not frisst der Teufel Fliegen. Gehen wir an Bord, ja? Wenn ihr nicht an Gott und den Teufel glaubt, sondern nur an die Sonne, woher gibt's dann einen Teufel? Meint ihr nicht auch Metallteufel? Aber der frisst keine Lebewesen. Es war schön, dass ihr das Sprichwort benutzt, aber irgendwie nicht in der Zeit passend. Du hast etwas Gutes getan. Vielleicht sogar einen Krieg beendet. Vielleicht. Doch mein Krieg geht noch weiter. My war is still going. Das waren schöne Lichtreflexionen. Konnten sie sich nicht entscheiden. Hell oder dunkel? Na, was ist denn los, alter Mann? Meridian! Willkommen zu Hause. Du hast nichts zu befürchten. Du stehst jetzt unter dem Schutz des Sonnenreiches. Meinem Schutz. So wie deine Mutter. Ihr wird nichts passieren. Du hast mein Wort beim Gesetz der Sonne. Eloy, dein Einfluss zeigt sich wirklich überall.
Du hast so viel für das Sonnenreich getan. Und ich weiß das wie immer zu schätzen. Ich danke dir. Möge das Licht mit dir sein. Schrecklich. Ich habe das hier 2 Jahre lang vorbereitet und der Rotschopf heimst die Lorbeeren ein. Ach, Vanasha. Ich krieg doch mein Geld, oder? Sei froh, wenn ich dich leben lasse. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Wenn wir uns wiedersehen, werde ich mich richtig bedanken. Ich verspreche's. War lustig. Okay, die hat's wenigstens ehrlich gemeint. So. Ja, beim nächsten Mal wird's, glaube ich, interessant. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe da so ein Gefühl. Aber schick für heute, beziehungsweise für den Part. Ich meine, komm schon, 1 Stunde reicht. So, Leute, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.